Hallo und herzlich willkommen. Ihr seid wieder richtig hier bei Optionsstrategien.tv. Und ihr seht es, heute bin ich nicht allein, sondern ich habe einen Gast. Und zwar ist heute der Klaus bei mir, Klaus Schulz von Linksbroker aus Berlin. Du bist extra in den weiten Weg, so weit ist gerade 300 Kilometer ungefähr, ne? Bist du extra hier zu uns nach Zwickau gekommen. Wir sprechen über ein paar Projekte. Und jetzt im Interview geht es einfach mal darum, was gibt es so für Neuerungen in der gesamten Branche. Wir sprechen über Fintechs, wir sprechen über Aktien, wir sprechen über binäre Optionen. Marktregulierung, Immobilien, alles zum Thema. Bleibt dran, jetzt hier im Video. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Du bist heute extra zu uns gekommen nach Zwickau aus Berlin. Vielen Dank für die Einladung. Wir kennen uns ja jetzt auch schon ein bisschen länger und wir wollen heute gar nicht so lange über Links sprechen, aber einfach nur am Anfang, ihr seid ja auch ganz schön gewachsen. Ne? Also als wir uns kennengelernt haben vor ein paar Jahren, da wart ihr auch schon doch eine richtige Firma. Es gibt ja oftmals so Broker, wo man weiß, das hat einen tollen Internetauftritt, sieht alles toll auf, aber am Ende sind es 3 Mann, die dahinter sitzen, also bei euch ist das schon ein bisschen was anderes. Ja, ein bisschen greifbar, Präsenz in Berlin. Kunden vorbeikommen, können mit uns sprechen, entweder über das Telefon oder tatsächlich auch im Büro. Wie gesagt, wer sich für Linksbroker interessiert, wir schreiben euch den Link hier unter das Video. Schaut euch das einfach mal an, die Angebote, alles transparent auf der Webseite, könnt ihr euch anschauen. Wir nutzen Links auch als Optionsbroker mit, das heißt, wir haben auch Konten da und ich kann das also auch aus eigener Erfahrung empfehlen. Wenn ihr da was machen wollt, schaut euch das an. Du bist ja jetzt auch schon etliche Jahre dabei im Geschäft, das heißt, du hast auch so die Entwicklung in der letzten Jahre gesehen. Und eine Sache, die wir ja auch immer unseren Kunden vermitteln und die wir immer sagen, man muss ja am Anfang, sollte man ja versuchen, sein Geld zusammenbehalten, weil es gibt so verschiedene Statistiken, Gerüchte, dass viele Neueinsteiger so in den ersten 5-6 Monaten schon straucheln und jetzt vielleicht nicht zwingend pleite gehen, aber schon viel Geld verlieren. Sind das auch so Erfahrungen, die du machen kannst, dass das passiert immer wieder? Also ich denke, dass das wie in jedem Beruf oder in jeder Tätigkeit ist. Es gibt Menschen, die das von Anfang an richtig machen, intuitiv richtig machen. Und ich glaube, dass man Börsenhandel lernen kann, aktiv lernen kann. Und wie bei jeder Tätigkeit am Anfang, es ist eben Trial and Error, man versucht sich aus, man macht die Fehler, man korrigiert das, an der Börse kosten Fehler durchaus Geld und deswegen kann es durchaus vorkommen, dass am Anfang die Kunden wirklich auch Geld verlieren, aber das ist ein Lernprozess und das Wichtige ist, dass man aus seinen Fehlern lernt und ich denke, dass man viele Fehler eben nicht machen muss, wenn man die richtige Vorbereitung hat. Du hast gesagt, es gibt einige oder viele auch, die das intuitiv richtig machen. Was sind so aus eurer Erfahrung her, ihr seht die ganzen Konten, ihr wisst, was passiert, was sind denn die Dinge, die man richtig machen muss zu Beginn? Und was also vielleicht so die Top 3, das musst du richtig machen und die Top 3, das darfst du auf gar keinen Fall machen? Ich glaube, Money Management und Risikomanagement sind ein ganz großes Thema. Mhm. Am Anfang, wenn die Fehler passieren, und sie werden passieren, dann darf man nicht zu viel Geld verlieren. Das Wichtige ist, im Spiel zu bleiben und tatsächlich die Möglichkeit zu haben, aus seinen Fehlern zu lernen. Strategisch das Ganze umzustellen, aufzubauen, seine Theorien zu testen und positive Ergebnisse zu erzielen. Und das kann man nur tatsächlich, wenn man im Spiel bleibt. Man darf nicht zu viel aus dem Spiel rausfallen. Das heißt, ich denke, wirklich richtig machen, darauf zu achten, wenn man Risiko eingeht, ein limitiertes Risiko einzugehen. Ist es das Thema Stop oder ist es auch oftmals, dass gerade Anfänger auch das Thema Hebel zu aggressiv fahren, also dass sie überhebeln, es ist ja oftmals so, man hat als Einsteiger nicht so viel Geld, man hat kleine Konten, möchte natürlich das Konto schnell groß traden und dass man dann einfach auch zu viel Hebel eingeht? Das kann durchaus vorkommen. Also wenn wir einfach mal Klartext sprechen, wenn jetzt Broker sagen, okay, du kannst mit Hebel 100, mit Hebel 400, Hebel 1000, habe ich jetzt mal irgendwo gelesen, wenn du damit handelst, im Grunde genommen ist das doch eigentlich der sichere Weg, um das Konto über kurz oder lang an die Wand zu fahren, oder? Das, wenn du diese Hebel fährst, ist nicht das Angebot als solches, aber wenn du diese Hebel, egal was du machst, wenn du diese Hebel nutzen würdest. Wenn ich mit einem 1.000-Euro-Konto 500.000 Euro bewegen kann, dann ist natürlich eine minimale Bewegung der Auslöser dafür, dass meine 1.000 Euro verbrannt werden. Mhm.
Und deswegen denke ich, dass es hochgradig gefährlich sein kann, überdimensioniert zu hebeln. Und eine Indikation für mich, dass man nicht weiß, womit man oder wie man damit umgeht, ist tatsächlich tausendfachen Hebel anzuwenden und das bei sehr, sehr kleinen Konten. Als ich angefangen habe vor 20 Jahren, mein allererster Trade war ein Optionsschein. Das heißt, Optionsscheine waren damals ja so ganz, ganz angesagt, das war so das Thema. Jetzt hat sich das ja im Laufe der Jahre sehr, sehr geändert. Dann waren mal Zertifikate sehr, dann gab es, wie gesagt, einen großen Hype Netz und binäre Optionen und so weiter. Ja. Was stellt ihr so fest? Ihr seid ja eigentlich, bis auf binäre Optionen, kann man ja alles bei euch handeln. Ne? Also genau. Gibt es irgendwas, was man sonst nicht handeln kann? Kryptowährung, ja. Okay, gut. Aber ansonsten okay. Sind wir ziemlich breit aufgestellt. Ja. Ja. Gibt es da so Trends, wo du sagst, das merkt man jetzt innerhalb der letzten 3-4 Jahre, das eine lässt ein bisschen nach und die Kunden gehen wieder eher zu diesen Produkten oder zu diesen Instrumenten? Also ich denke, was immer läuft, sind Aktien, ganz klassisch. Mhm. Aber wir sehen ein verstärktes Volumen tatsächlich in ETFs. Das ist ein Thema, was deutlich stärker anwächst. Mhm. Und CFDs ist ein Thema, was deutlich mehr in die Mitte des Marktes getragen wurde in den letzten Jahren. Und tatsächlich auch das Thema Optionen. Ich denke aber, dadurch, dass Optionen das älteste Instrument der Welt oder das älteste Instrument am regulierten Börsenhandel zur Anlage in bestimmten Produkten darstellen, dass wir über eine Historie von 400 Jahren circa da auch langsam reif sind in Deutschland, das Thema noch mehr in der Mitte der Anlegerschaft ankommen zu lassen. Wichtig ist, dass man dort entsprechend vorbereitet ist, dass man sich mit dem Thema Option auch auskennt, dass man die Chancen, aber auch die Risiken entsprechend kennt. Ich denke, du leistest da mit deinem Team einen großen Beitrag, dass das Thema auch bekannter wird und dass einfach Menschen sich mit diesem Thema auch auseinandersetzen. Es ist ein komplexes Thema, aber wenn man das richtig angeht, können hier durchaus überdurchschnittliche Ergebnisse erzielt werden, wenn man tatsächlich auch die Risiken nicht außer Acht lässt. Ich denke, ihr werdet noch einiges auch von uns gemeinsam mit Linksbroker in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren sehen. Bis dahin, alles Gute, Servus, macht's gut, bye bye.